Zurück hier auf Dust 2 mit der zweiten Map. Titel ist raus und wir sind live in der Pistole. Schade, dass sie nicht geknifed wird und es dann immer so abrupt losgeht. So, Fnatic als CT, Place to Play T. Und da wird schon ein bisschen B gespottet von Romschke. Hat er gesehen, dass der Plateau einer ist? Und Motti derweil mit dem Fürstweg am Steg. Boah, kann noch einen Headshot setzen. Die AE war viel zu lang. Oh, Fries kann den Spieler an lang auch ansagen. So, das geht in N6 ja nicht, auf die Kiste zu springen. Sauber. Also holen sie nochmal zum 3 gegen 5 raus. Also vielleicht nochmal was drin hier in der Runde. Schöner weiter Strafe für Neo. Wenn er jetzt schon fällt. Oh, aber schon 3 CTs da. Da können sie eigentlich nicht mehr viel machen. Oh, wenn sie jetzt einfach zusammen rumziehen. Da haben die Russen keine Chance. Boah! Neo, Mann! Schön, aber Overdrive im 1 gegen 2, 60 Sekunden noch auf der Uhr. Er muss hier auf A gehen, er hat gar keine andere Wahl. Und Fries spielt auch recht gut, holt da viel Zeit raus. Sehr schön, move die sogar aus. Gut gemacht von Fries, aber was für Headshots von Neo. Trotzdem verdiente Pistol für Fnatic. Schade, dass ich da nicht gesehen habe, wie die am Steg vorgelaufen sind, wie sie da den Steg eingenommen haben. Ich glaube, es variiert einfach immer auch, als was man hier anfängt. Fnatic ja vorhin auch schon als CT angefangen, dann T und dann halt wieder CT. Interessante Eco-Aufstellung. Und Tracer hat sogar schon Damage gefangen auf dem Plateau und hat relativ wenig ausgeteilt. Okay, ging dann doch nicht lang. Nehmen jetzt kurz ein und der Kerrigan, der hier einen USP-Eco hat und Modi. Modi wird da auf Spot flashen. Modi kann da sehr lange überleben. Das Problem ist, dass die Russen die. Oh, schöner Schuss von Modi. So, jetzt kommt der Go. Gegenflash ist kommen. Die Russen keine Chance. Boah, da wurde ein bisschen gebratzt von Modi. Uiuiui, Overdrive. Rastet aus. Aber vierte steht. Kerrigan auch zur Stelle. Overdrive vielleicht noch mit dem dritten. Er hat noch 60 HP. Ach, Trace macht's. Ah, da bedankt sich Romschke auch. Für den Headshot von Modi. Oder? Das müsste Romschke gewesen sein. Jo. Das war er. Sah auf jeden Fall cool aus. Erste Player mit noch einer Eco. Und da hat Fries schon die Arbe. Kommt er jetzt zu tun in der Mitte. Soll überrannt werden. Aber hat direkt einen schönen Support. Und klärt trotzdem noch die Runde zusammen mit Trace und Kerrigan, der da am Verschieben war. Und das haben wir jetzt gegen AWP. Nein. Also nicht, dass ich gesehen habe. Nope. Alle AK. Mal schauen, ob Fries da anlegt. Boah, direkt zu viel zum B. So, da wird nur Schlitz geguckt und das könnte der Spieler da oben sogar gesehen haben. Romschke hat da, glaube ich, auch sogar abgebrochen. Boah, das wird jetzt ein krasses Duell da. Frage ist, nee, sie nehmen doch nicht ein. Da war Kerrigan schon erfolgreich, aber da ist der Refake nicht da. Sehr komisch gespielt.
Jetzt hat Kerrigan auch wieder fast Support von einem Mate, wenn einer hinzieht. Kerrigan mit seinem zweiten. Und glaube sogar noch einen dritten oder so. Bisschen Leck. Schwierig zu erkennen. Fox von einer großen Herausforderung. Gegen vier Leute. Und Kerrigan perfekt gemacht. 4 zu 0. Fnatic wieder hier am leichten drüberfahren. Ich denke, dass ihr ohne gegen AWP nicht viel ausrichten könnt. Die Frage ist halt, ja gut, man hat mit Fox doch, hat man schon eine gute AWP. Ich wollte gerade sagen, man hat keine Main-AWP, aber die ist dann schon vorhanden. So, schneller Kurzgo. Oh, schade. Allerdings aber auch kurz geblockt. Vereiteln da schon mit den Rush mit den Deagles sehr früh. Also Sound, es war auf jeden Fall relativ gut. Dossier hat ihn, glaube ich, auf jeden Fall gehört. Oder Neo, der da im Steg jetzt halt war. Aber dann auch 5-0. Und das jetzt seht ihr auf D2. Hoffen wir nicht, dass die Map so eindeutig wird, wie jetzt die ersten 5 Runden waren. So, diesmal haben wir eine Abe. Da ist sie auch bei Fox. Wie angesprochen. Oh, Doppel-AWP bei Fnatic. Sehr aggressiv da mit den Smokes. Arbeiten da gut. Viert mit Fistic unten. Sehr schön. Also krasse Aufstellung von Fnatic. Geht super auf. Viert hat da unten geblockt. Kerrigan konnte den Todesgangspieler machen. Und da ist es einfach als Mixteam super schwer, gegen sowas zu spielen. Wenn da nicht alles abgesprochen ist, wie du das einnimmst, dann. So, schöner Headshot von Dossier. Aber auf D2, 2 gegen 3 auf jeden Fall noch möglich. Zumal sie zwei MVPs gegen sich haben. So, Dossier kriegt die Flash. Also Dossier und Neo hier, die beiden Aim-Maschinen. Im 2-on-3. Oh, kriegt den. Oh, schade. So, Neo weiß das natürlich, dass er ihn gut angehittet hat. Sehr schön. Und jetzt Trace am B. So, sie wissen, dass hinter ihnen einer ist. Und Trace müssen sie jetzt killen. Trace mit einem guten Laufweg. Uiuiui, da verschießt er. Und da holen sie tatsächlich fast noch die Runde. Außer Kerrigan macht jetzt zwei super Shots. Boah, krass. Sehr schönes 2 gegen 3. Super gemacht von Dossier und Neo. Schade, dass es schon nicht auf Neo war, wo er den Headshot gegeben hat. Aber retten sie die Runde. Haben, glaube ich, auch sogar die AWP mitgebracht für Fox. Also einer hat auf jeden Fall gesehen. Zweiten wahrscheinlich auch. Standardaufbau bei Katas. Kerrigan legt lang direkt an. Obwohl, ich muss da 8 geben. Kerrigan verschießt, war da im Doppel zum Mitte schon raus. Decken da links, rechts ab. Ah, schade, das ist ja da die HE inert hat. Macht doch nicht viel Schaden. So, und ziehen jetzt hier einen A-Split auf. Neo bräuchte da eine Gerdy Flash. Ah, da wird geboostet. Ah, fuck, Mann, da sterben sie schon lang. Boah! Schöner Headshot von Fox durch die Kiste. So, das hier hört die Steps. Aber Goose Egg noch. Sehr schön von Neo. Die Runde sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Sehr schön. Gutes Timing, gut runtergespielt von Dossier. Oder halt von Place to Play allgemein. Und Neo hört die Steps an kurz. Macht den ersten. Spielt's auch safe. Sehr schön. Ah, schade, da war Trace zu weit vorn. Und jetzt bitte nicht verdatteln die Runde. Sehr schön.
Krass. Schöner Boost, schöne Idee. Ich weiß natürlich nicht, wer sie gegeben hat. Aber auf jeden Fall gut gemacht. Natürlich auch wichtig, dass Fox da ein bisschen lackt und den Headshot durch die Wand gibt. Rommschke auch noch gar nicht angekommen hier auf das 2. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen den Staub aus der Kehle husten. So, da hat er Angst, sich nochmal anzulegen. Wiederaufbau über Cutters. Ja, gefällt mir, dass sie viel Mitte anspielen. Ach, schade, aber wird leider nicht mit einem First Take belohnt. Immerhin Reflect von Rommschke. So, Neo allein kurz schon da. Holt sich ein Mate. Also sie wissen, dass außerhalb gespielt wird. Es wird ein Fake. So, da kommt die. Nein! Am Ende mit einer. Jetzt sehr schön. Fürth hat das anscheinend nicht mitbekommen. Und jetzt der B-Split. Fries ist noch auf dem Plateau. Da erwarten sie die Flash. So, jetzt muss er zurückgeflasht werden. Kriegt durch die Kiste. Sehr schön gespielt. Also jetzt. Legen sie los. Machen gute Goals, gute Entscheidungen. Nach die Leiche nervt ein bisschen. Fnatic versucht es aber. Ach, Neo am. Neo, glaube ich sogar. Mit A wäre erfolgreich. Modi auch noch krasses Pre-Fire zum Neo. Oh, da hat er die Runde nochmal eng gemacht. Aber 13-0, 13-0, 13-5. Schönes Mini-Comeback. Drei Runden hier in Folge. Und das erste Mal, dass man einen langen schnell einnimmt. Aber Fnatic auch mit Eco. Klack, klack, klack. Und dann sind sie alle tot. Da war so noch Trace und Freeze. Jetzt bin ich gespannt, was Fnatic macht. Ob sie vielleicht nochmal auf Doppel-AWP gehen. Vielleicht Cutters mal komplett pushen. Nachdem sie merken, dass da relativ viel über Cutters passiert. Jeden Fall super aggressiv von Vierte. Krasse Posi auch. Kerrigan hilft am Steg. Ach, schade. Rommschke damit war da eher drauf. Aber war eine 4 gegen 4 Situation, aber bisher auch noch nicht gehabt. So, es sieht auf jeden Fall aus, dass sie Richtung A gehen. Allein der Overdrive noch voll lang wartet. Noch ein bisschen die Kontrolle behält, dass da keiner von hinten kommen kann. Wobei die Bombe ist vorbei. Nein. Warum Fox da jetzt allein vorgeht, keine Ahnung. Fries war da am Plateau. Jetzt wieder ein bisschen Chaos drin. Also jetzt ein bisschen. Ah, die Aufstellung nicht gut. Jeder gerade einzeln irgendwo. Ja, da stirbt auch Rommschke auch noch. Also, das 4 gegen 4 kann man besser spielen. Aber wer weiß, vielleicht drehen sie es ja doch noch. Ich meine, es sind nur zwei am A. Wenn sie beide das Duell gewinnen, da habe ich auch noch einen Smoke gesehen. Das bisschen Equipment scheint noch vorhanden zu sein. Ach, schöne AE von Modi. Boah, er verwirft doch sogar die Flash. Headshot gegen Kerrigan. Nein, wichtig. Ja, wäre super wichtig für Modi. Wenn er dort stirbt, sind sie zu zweit auf dem Spot. Haben eine 2 gegen 3 Situation, die können sie gut holen. So, aber wichtiger Headshot von Modi, 6 zu 4. Ja, nachdem Place to Play da rangekommen ist, mit 4 Runden,
Multifinetic wieder einer. AWP Tower. Geht er auf? Nein. Fox hat da sehr lange gezielt. Ich glaube, First Fake hatte Place to Play bisher auch noch nicht. So, aber immer noch. Modi auch perfekt geschoben. Hört auch sich selbst. Oh Mann. Modi so gut. Nimmt einen mit. Holt die Überzahl raus. Hat dennoch Vierte gestorben in der Mitte. So, wie spielen sie es jetzt? Dossier weit von. Stirbt aber gegen Fries. Jetzt sind sie wieder einzeln irgendwie. Overdrive in Mitte was machen. Boah, er hat aber gutes. Nein! Boah, der CT kommt ernsthaft noch auf Spot. Und macht Ormischke. Jetzt hat Overdrive in die Base geholt. Stirbt aber gegen Motti, der Mitte wieder raus. Lang dann nochmal rausgekommen ist. Sehr schöne Runde von Motti. Und von Fettig. Fettig. Von Fennig allgemein. Ich finde es übrigens krass, was hier für eine Diskussion in Readmogons entbrannt ist. Über die Sprache und was weiß ich nicht alles. Also sehr interessant. Let's Play ist das erste Mal seit langer Zeit wieder mit einer Eco. Und die Wert findet ich ziemlich easy ab. Ja, WP lässt man anscheinend, oder? Ja. Boah, was na eh. Damage an vier. Nee, sogar an allen gemacht. Nee, an vier Spielern. Aber da, weiß nicht, was Vierte da gemacht hat. Immerhin hat er mir da eh noch ein bisschen Schaden austeilen können. So, jetzt hat man wieder den First Track. Fnatic mit Push an kurz. Neo blind, aber die CT ist auch. Bräuchte jetzt nochmal ein paar Granaten. Neo holt sich da auch ein paar. Ruft gerade seine Spieler zu sich. Und Fox hat da nicht aufgepasst. Das war ein bisschen komisch gemacht von Fox. Wenn Neo dort wartet und dann eine Smoke liegt, dann muss er mit rechnen, dass da einer durchsneakt. Neo hat auch nur mit 2 AP schön gepusht von Trace. Da hat noch keiner Fokus drauf. Boah, zwei sind richtig low. Da nimmt er den ersten, hat sogar die Bombe. Boah, das wird eng. Und Romschke ist an lang. Neo muss er nur anhusten. Und das tut er auch. Jetzt hat Trace alle Chancen der Welt, alle Vorteile der Welt, hier das 1 gegen 1 zu gewinnen. Romschke ist unter Zugzwang. Die Zeit ist ihm im Nacken. Wenn er pickt, kann er eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Ja, jetzt kann er fast nur noch... Jo. Oh, krass, schöner Laufweg. Aber er muss das Duell suchen. Boah, Trace war schon so weit vorn. Sehr schön gemacht von Trace. Super gespielt. Sehr schönes 1 gegen 3. 9 zu 4, somit der Overall-Spielstand. Aber wenigstens hat die Bombe gelegt. Und das beschert Place to Play noch eine Equipped Front mehr. Hat aber mit B Contact gerechnet. So, Vierte, mal sehen, was du entlang warst. Neo macht den Frag, aber kommt damit 8 HP aus dem Duell raus. Aber wieder First Strike, also jetzt sehr bezeichnend irgendwie. Dreimal First Strike. Und also ich schaffe es trotzdem nicht, das in eine Runde umzumünzen. Ah, so viele Waffen sind da gar nicht am Start. 3 Stück. Das war ein bisschen fahrlässig von Modi. Aber immerhin gegen Flash. Boah, schöner Schuss von Fox. Und jetzt sieht man einfach dieses Chaos. Da wollten sie Mitte raus, wollten B. Jetzt gibt's nochmal, wird sich nochmal umentschieden.
Dormin ist jetzt, also jetzt ist die Runde ja einfach. Das weiß jeder. Wenn man weiß, wo der Letzte ist, dann sollte jeder Spieler so intelligent sein und den richtigen Weg suchen. Aber davor hat man wunderbar dieses Chaos gesehen, was einfach im Team vorherrscht. Ah, immerhin die Runde noch geholt. Können sogar noch ein 6-9 draus machen. So, letzte Runde. Da wollte ich gerade hin switchen. Also der Push auch immer ähnlich. Mit der Smoke da an Steg vor. Schöner Refrag von Romschke. Da wird es viel durchgesneakt. So, holen sich hier wieder. Hier doch noch nicht den Ausgleich. Sind immer noch in der Unterzahl. Krass. Also, Romschke hat da eigentlich den Vorteil gehabt, hat gehört. Ui, das sah sogar nach einem Headshot aus, war aber keiner. So, na, es ist plötzlich wieder eine Unterzahl für Place to Play. Aber Kerrigan super gepusht. Holt sich da Kontrolle wieder, aber vom Timing her wird das nicht reichen. Weil Trace einfach auch super krass defensiv ist am W auf dem Plateau. Und mit Glück sieht Kerrigan jetzt sogar noch die Spieler. Wenn der eine zum B hochschiebt. Oh nein, er guckt nicht. Er vermutet es noch A, also kommt es nur noch auf Trace an jetzt. So, er rechnet schon damit, aber Loch hat er halt kein. Nein, Dossier, den musst du haben. Overdrive. Kannst du auch nicht mehr machen. Oh Mann. Ey, Dossier, den musst du haben. Und dann können sie B rauf und Bombe legen. Easy runterspielen. Schade. Hätte ihnen eine sechste Runde gegönnt. Aber jetzt heißt es seit CT glänzen. Und vorhin war Neo ja schon krass auf Toskan. Vielleicht kann er das mit rübernehmen auf das 2. So, mal schauen, was sich Fnatic einfallen lassen hat. Beziehungsweise Vierte für sein Team. Place to Play auf der anderen Seite mit Tower. Zu kurz. Und sehr kompakt. Also ein Doppeltower quasi. Unten zum Steg und dann einer Katas. Schade, dass wir den nicht unbedingt in Aktion sehen werden. Denn es sieht so aus, ob sie lang gehen. Motti schon sehr weit vorne mit USP. So, sie wissen jetzt auf jeden Fall, dass schon mal das Steg gespielt wird. So, Motti wieder weit vorne. Habe ich gar nicht gesehen. Und ist jetzt durch. Mit der OSP einfach auch gute Möglichkeit, jetzt Frags zu setzen. Boah, schöner Move von dem CT. Von Neo. Nimmt da einen mit. Sehr unerwartet gewesen für Kerrigan wahrscheinlich. Aber die Mates sterben wieder. Boah, knapp Runde jetzt. 2 gegen 2. Immer noch offen. Immer noch offen. Bombe noch nicht gelegt. Ach, jetzt stirbt Tromschke. Und Overdrive, der hier heute sowieso nicht gut ausschaut. Verliert auch Fnatic mit dem 11 zu 5. Und das ist wohl. Das Spiel ist wohl mehr oder weniger gelaufen.
Denn ohne die Pistole sieht es ja wirklich sehr schlecht aus. Place Player wird hier gleich sehr wahrscheinlich, außer sie rasten aus, 5 zu 13 hinten liegen. Und dann wirklich nochmal das Comeback zu starten, das erachte ich schon mehr als unmöglich. Contact anscheinend Placeplay mit dem Stack am B. Boah, die AI tut weh. Der andere hat das hier. Aber wir alle wissen, wie gefährlich er ist mit Deagle. Will der noch einen Frag? Der schenkt ihm keinen einzigen. Ah, die Hits wurden anscheinend nicht gehört. Krass, er kriegt tatsächlich die Deagle durch. Natürlich noch eine Eco für Place to Play. Oh, Drive, da cut das rein, aber die vierte gestorben. Friska mit noch einer Eco. Auf die AWP. Und wieder nur das hier mit Deagle. Ach. Schade, aber führt 10 HP, Modi nur noch 3, also eigentlich gut Eco. Schade, dass da nicht mehr gefallen sind. So, jetzt auf geht's. Habe ich da eine Awe bei Neo gesehen? Sieht ganz so aus, wenn man immer auf USP switcht, jupp. Fox mit Frag am B, Besen Sabarov. Und wer steht danach im Loch? Romschke. Wichtig, dann noch einen mitzunehmen. Ah, Neo stirbt leider gegen Kerrigan. Kriegt er ins Gesicht. So, B aber eingenommen. Place to play trotzdem mit der Überzahl. Der Retake scheint relativ zügig zu kommen. Ne, haben danach Angst vor den Smokes. Was, ich rechne wohl immer noch mit ne, bläh. Rechnen immer noch damit, dass es fake ist. Jetzt aber gelegt, jetzt die Ansage. Jetzt kommt nochmal eine flache Flash. Natürlich gefährlich, dass gerade nicht Loch geguckt wird. Mit Timing Pech. Oh Gott, was da für Flashes verworfen werden. Boah, was wird denn da nicht gerafft? Oh Mann, 1 gegen 1. Momschke gewinnt es leider nicht. 14 zu 5. Alter. Oh, das ist leider kein Top-Niveau, was Place to Play uns hier präsentiert. Also ich bin mir sicher, wenn sie ein bisschen mehr Rambo-Style spielen würden, ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen aggressiver, dann sieht das besser aus, als wenn sie das so kontrolliert versuchen runterzuspielen. Oder einfach nochmal über Cutters schicken oder so, aber das war der wohl schlechteste Retake aller Zeiten. So,
Die haben auch gekauft, was geht anscheinend. Das ist die Famas bei Neo. Schade, dass er mit der AWP nicht glänzen konnte jetzt in der Runde eben davor. So, immerhin ist Fox Posi anscheinend unbekannt. Ich kann jetzt was machen. Nein. Fries zur Stelle. Och, schöner Waffendrop von Fries. Damit er ja keiner an die AK kommt. Schade, Mann. Ah, das Aiming bei Fnatic einfach auch super krass. Ah, ich bin gespannt auf Navi morgen. Inwiefern die sich noch vorbereitet haben. Nachdem sie ja letztens nicht so gut aussahen im Finale gegen Place to Play. Oh, links. Hallo? Ah, ne, so ein T. Overdrive auch ziemlich oft LMS. Und viel machen tut er da auch nicht. Aber er ist im Lineup, glaube ich, weil er auch der Geldgeber ist. Die Reisen, glaube ich, bezahlt für sein Team oder so. Meine ich mal gelesen zu haben, dass da er oder Vater oder sonst was ganz gut wohlhabend ist und somit die Reisen auch ermöglicht, die Place to Play in letzter Zeit angetreten ist. So, Fnatic mit dem Draw Safe. Und sollte Place to Play jetzt hier nicht endlich mal Runden holen, dann ist es vorbei. Dann gewinnt Fnatic das Spiel mit 2 zu 0. Vielleicht nutzt so sehr ja sein Spawn für Cutters. Ne, er hat eine Awe. Das darf wirklich jeder mal. Wir sehen da wirklich nicht mehr viel, groß die Chancen. First für kassiert. Ah, immerhin Dossier mit Refrag. B passiert diesmal nichts. Vielleicht Mitte was. Ja. Boah, schönes Time von Overdrive. Boah! Ah, schöner Headshot aber gegen Fries. Also er war schon drauf. Hat den Low gemacht. Aber sie kriegen wieder den Frag. Place to play in der Unterzahl. Habe ich gut gepusht, aber der braucht natürlich noch eine Weile und Place to Play. Fnatic splittet das auch noch und Romschke hat da keinen Fokus. Fox hat da keinen Fokus auf Lang. Doch jetzt. Alter, gegen Modi will ich einfach nicht spielen. Da kriegst du ja nur in die Fresse. Und Trace finished. 16 zu 5, doch eine sehr eindeutige Map auf D2. Leider, leider.